Und damit wieder mal ein herzliches Hallo zu einer weiteren, ja, ich würde sagen, bestimmt spannenden Folge. Ich habe schon mal angefangen, hier grob zu entkernen, damit wir zumindest uns hier eine Werkstatt einrichten können. Habe schon mal das, was potenziell gefährlich ist, schon mal abgebaut. So, müssen wir mal gucken, dass wir uns das Motorrad hier rüberholen und den Loot, den wir schon eingesammelt haben. Und dann richten wir uns hier mal in die Werkstatt ein und dann muss ich mal schauen, wann ich unser Auto hier rüberhole. Beziehungsweise wie. Die Frage ist, haben wir nicht schon irgendwo eine Kiste gesetzt? Ach da. So. Passt hier noch was rein? Na, geh mal auf. So. Mach mal voll, genau. Nehmen wir das Zeug schon mal mit. Also hier drin habe ich jetzt noch gar nichts gelootet. Aber ich habe was viel, viel Tolleres gemacht. Werde gleich sehen. Ja. Ich weiß, dass ihr so gerne zuschaut. Und als treue Kanalmitglieder ist das so ein kleiner Bonus wieder mal. Guck mal, da steht schon mal Home dran. Und von der anderen Seite Osmo. Yay. So, was wir als erstes mal sehen müssen. Ich würde ganz gerne hier hinten den Weg, die Einfahrt, nutzen wollen, um hier reinzufahren. Nicht, weil es wichtig ist, aber weil es kann. Natürlich 10.000, die erstmal weggeklopft werden müssen, aber naja. Bauen wir ein neues Tor hin. Nicht, dass das Tor irgendwie zu irgendwas wichtig wäre. Aber dann haben wir wenigstens eins. Ja, na komm. Ihr wisst, in Schönheit sterben. So. Cool. So, können wir gleich mal gucken, was wir brauchen. Werkbank. Verfolgen. 25 geschmiedetes Eisen. Aber im Auto hätte ich das bestimmt. Woher könnte man jetzt Eisen kriegen? Haben wir die Schmiede schon mit? Nee, ne? Habe ich die Schmiede schon mitgenommen? Nee. Ah, böser, fataler Fehler. So. Da ist schon mal die Werkstatt grund eingerichtet. So, ein bisschen das Zeug für Chemie hier oben rein. Die Baustoffe hier rein. Guck mal hier, machen wir Munition draus. Munition. Ja. Kann das schon mal rein und das. Dann muss ich das nicht mit mir rumschleppen. Ihr kennt mich ja, es wird ja irgendwann mal so viel. So, und hier. Nehmen wir erstmal Teile und Mods. Teile und Herrsche, und. Ja. Hier sollten es ja nicht so viele werden. So, das kann ich mal da rein. So. Ich pack's erstmal hier rein. Schießpulver packe ich mit hier rein. Nahrungskiste ist hier. So, dann haben wir zumindest. Hab ich jetzt die Munition schon wieder her? Achso, da kann man das gleich mit reinpacken. Ja. Das ist meine Pfeile, das ist mein Werkzeug. Mal gucken, dass ich es nicht aus Versehen rausnehme aus dem Motorrad. Und dann verschmeiße die Sachen, die ich noch wichtig brauche. Das können wir rauspacken, das können wir rauspacken, das können wir rauspacken. So. Essen kommt hier rein. Das ist Nahrung, das muss. So. Chemie, also haben wir irgendwas Chemisches hier? Ja, potenziell die Knochen, wegen Kleber. Baustoffe, zack. So, Munizeug. Ja. Seht ihr, wie schnell das geht? Und sind die Stacks nämlich voll.
Und ich habe noch gar nichts gemacht. So, dahin. Dahin. Dahin, habe ich gesagt. So. Das ist für meine Pfeile. Zack, zack. Puh. Naja. Meine Federn werde ich keine mehr brauchen, aber man weiß ja nie. Guck mal hier runter. Da. Mich schwant, es wird voll. So, dann bauen wir hier einmal die anderen Sachen rein. Das da rein, das da rein. Ja. So. Verbände habe ich verdammt viele gebraucht. Das ist ja irre. Das habe ich sonst die ganze Woche nicht gebraucht. So. Das baue ich einfach ab, damit, falls wir hier Besuch kriegen, die nicht auf die Idee kommen, hier zu klettern. Und außerdem gibt es elektrische Teile. Weil die könnten sich nämlich hier auf die Idee kommen, hochzufremen, und das will ich ja nicht. Ja. Gut, das ist weg. Den Mülleimer können wir stehen lassen. Den Automaten habe ich schon leer gemacht. Ja, das kann hängen und stehen bleiben. Ey. Muss ich reparieren. Das kann weg. Guck mal, da gibt es ein bisschen Messing. Super. So, und das lassen wir hier. Ja. Gut. Die Hütte ist sozusagen grob entkernt. Für unsere Zwecke vorbereitet. Ich würde dann trotzdem, damit wir ein bisschen Ruhe haben, Stachelfallen davor setzen. Wie viel können wir denn machen? 89. Mach erstmal 40, da hast du eine Menge zu tun. So, dann der Automat muss leider weg. Weil hier könnten sie sich hochhangeln, das wollen wir ja nicht. Naja. So viel. Oh, guck mal, hier gibt's Eisen. Wie viel braucht man? 10, ne? Ach ne, das war auf dem Automaten. Oh, hier haben wir Stahl gekriegt. Und das ist mal Eisen. Vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise unsere Werkbank zusammen. Guck mal da, ne? Wie viel haben wir insgesamt? 13. Naja. So. Den lassen wir stehen. Ja, die Fenster habe ich schon mal weggeklopft und zugemacht. Ja. Die halten zwar nicht lange. Oh. Habe ich ein Eisen verbraucht. Ja. Cool. Ja, das wird dann angemalert. Prima. So, dann lasst uns mal rein. Haben wir hier noch was drin? Werkbank. Wo hab ich denn die Schaufel gelassen? Hab ich die im Motorrad? Jawohl. Das brauchen wir jetzt nicht. Da. Ja. Da haben wir wenigstens gleich ein bisschen Baumaterial. Die Welt ist es nicht, aber wir haben welches. Und wir haben unser Lager. Was ist hier drin? Guck mal, da ist eine Vorräte. Oh. Haben sie für uns gesorgt? Nochmal Medizin. Naja. So, Baustoffe. Zip. Das da rein. Chemie hierin. Teile und Mods hier rein. Naja, und da
Baustoffe würde ich das mit setzen, weil es wird ja eh eingeschmilzt. So, und dann nennen wir die Kiste Zeugs. So, meine Lieblingskiste. So, das haben wir. Wir haben die Rohre, wir haben das. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Da schleicht sich in die ran. Ja. Geht schneller als man denkt. So. Muni hier rein. Händler. Ach, die habe ich hier draußen hingepackt, die Kiste. So. Da kann das Zeug nämlich rein, was dem Händler kommt. Und ja. Das fertige Essen, beziehungsweise die Sachen, die nicht Gemüse sind, kommen hier rein. Können wir uns gleich einen Smoothie machen. Yay. Das da rein. Zeugs, kommt das. So, das brauchen wir sowieso gleich. So. Würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger... Ich glaube, wir werden nie so viel Fett hier zusammenkriegen, aber... Man weiß ja nie, oder? So. Das ist für draußen. Medizin. Ja, ich habe hier nicht vor, wieder so eine fette Biss zu bauen, wie man so... Halt. Hä? Ach so. Ah, komm, Medizinkiste, so viel Medizin kommt ja nicht zusammen. So, das kann mit in die Zeugskiste rein. Prima. Honig hier rein. Das hier rein. Gut. Zeugs. Ja, vielleicht reicht uns ja die eine Essenskiste diesmal. So, wir brauchen Werkbank. Wir brauchen 100 Nägel. 5-mal Kleber. Schmiede. Leder, 10-mal Klebeband. Rohre hätten wir Klebeband. Haben wir noch nicht. Wie kriegen wir auf die schnelle Klebeband zusammen? Bei Kleber. 2-mal Klebeband. Einmal. Wir brauchen noch mal Stoff. Wir können mal gucken, hier oben ist auch noch eine Kiste. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Das würde ich so stehen lassen. Das auch. Räum mal die Regale aus. Ah, guck mal, da haben wir Stoff. Kriegen wir ein drittes Mal Klebeband zusammen. So. Du kannst auch noch hier weg. Stühle, Tische können bleiben. So, und dann habe ich mich hier gesehen. Das gefällt mir nämlich gar nicht. So, wir müssen praktisch hier oben... Das weghacken. Komm her, dann bitte. Na, das war die falsche Säule. Prima. So. Machen wir so und dann können wir die Säule hier kopieren. So. Und da oben ja nichts passiert, können wir das so belassen. Da
das noch weg? Was für eine ranzige Hütte hier? Wer will denn hier schon hausen? So. Ach, sollte nicht zusammenbrechen, komm. Vielleicht treffe ich sie diesmal ordentlich. Boah, bitte. Einen ganzen Block. So. Das Ding reparieren wir. Machen wir Holz draus. Super. Ist die Hütte soweit vorbereitet? Nochmal Durchgewicht. Und dann sind wir ja fertig. So. So, hier hoch müssen wir jetzt nicht. Hier können wir dann sozusagen auch zumachen. So. Gut. Nicht eine Nagelpistole von uns irgendwo gehabt? Da ist sie doch. Mach ich mich da hier zum Obst, oder? So, prima. Ja, Werkstatt vorbereitet. Wir brauchen eigentlich nur noch Klebeband. Das. Klebeband fertigen. So, dann hätten wir Klebeband. Leder müssen wir noch besorgen. Haben wir erst 5. Vielleicht kriegen wir das drüben in der Werkstatt. So, passt mal auf. Klebeband. Wir haben 3-mal Klebeband. Okay, check. Wir brauchen Leder. 1, 2, 3, 5. Also noch 4-mal Leder. Rohre. Hätten wir. Ein Holzklotz. Haben wir. Und Pflastersteine. Pflastersteine. Hatte ich nicht vor uns auch irgendwelche gehabt? Ja, guck mal da. So. Sprich, wir brauchen noch 4-mal Leder. Dann lasst uns mal gucken, wo wir Leder herkriegen. Irgendeiner der Nachbarn hat aber bestimmt Leder, oder? Mal gucken, wir jetzt noch Heidelbeeren. Ja, nur Stoff. Ja, die Triche brauchen wir nicht. Gut, hier schon mal nicht. Nehmen wir die Keule in der Hand. Also doch ein so kleiner Wuffi. Was? Hier trinkt man einen Kaffee. Es wird sonst kalt. Wer klopft? Hast du Leder einstecken? Nee, ne? Ja. Wie gesagt, nur mal schnell hier durchheizen. Oh. Das ist schon der erste Teddy da. Er kommt. Irgendwas ist noch hier oben, oder?
Komm, wir machen die mal kaputt. Nicht, dass ich dann ungedenk allen Übelns da reinrenne. So. Du Sack, ich wollte dich gerade erschießen. So, kommt ihr jetzt wenigstens hoch? Machen Sie den Krawall? Er macht bestimmt gleich Bumm. Ey Leute, ich wollte doch nur ein bisschen Leder. Noch nicht mal geklaut, hier ist es doch. Mein Mann. Die machen einen Aufriss. Haben wir. Komm. Die Blümchen kann man auch mitnehmen. Stoff kann man auch gebrauchen. Wie Inventar ist voll. Ja, der hat gesagt, Inventar ist voll. Kannst du mir mal beim Tragen helfen? Ja, hier können wir dann später reingucken. So. Ich habe alles, was ich brauche. So. Bergbank. Dann gib mal her, ja. Das. Achso. Inventar voll. Super. Das hier rein. Man kann mich echt keine 3 Sekunden alleine lassen. Schon habe ich die Taschen wieder voll. Das kann mit hier rein. Das bei Zeugs. Da komm. Bin damit. Das raus. Halt die Stühle, vielleicht stelle ich es mir irgendwo hin. Ja. Guck mal, da haben wir Blümchen. Was nehmen wir denn? Können wir nehmen die? So, prima. So, du kannst mit hier unten rein. Du kannst mit hier unten rein. Baustoffe. Das. Ach, das war unser Leder. Mein Holz. Und das bei Zeugs. So. Also Werkbank. Wir brauchen das und das. Und bauen uns eine Werkbank. Eine Schmiede. Warum eine Schmiede? Weiß ich nicht. Da haben wir dann 2. So, und aber eigentlich wollte ich noch eine Werkbank. Achso, warum hier geschmiedetes Eisen brauchen 25. Ja, so war das. Gut. Wie lange braucht die noch? 3 Sekunden?
Ja. Ach, das war wieder das Elend mit der großen Kiste hier. Die ist so dämlich. Die ist nämlich größer als ein Standardblock. Da kannst du nämlich nicht mal hinstellen. Machen wir sie weg. So schön ist die sowieso nicht. Obwohl, ich finde die eigentlich hübsch. Schöner wäre, wenn man die nutzen könnte. So. Baustoffe. Eisen raus. Lehm raus. So, dann kann man die nämlich gleich mal anschmeißen. So, das hier rein, das hier rein. So, dann schmilz mal ein. So, das haben wir. Die können wir auch einschmelzen. Öl werden wir bestimmt auch für irgendwas brauchen. Und das Rad kommt zu Zeugs. So. Guck mal, so schnell haben wir uns hier neu eingerichtet. So, was brauchen wir für die Werkbank? Werk. So, mechanische Eisen kümmere ich mich gerade drum. Klebeband. Hatte ich gerade noch Klebeband irgendwo gehabt? Ach, das habe ich jetzt vermehrt, ne? Zweimal. Ja, uns fehlt noch ein bisschen Stoff. Naja, haben wir erst zweimal. Mechanische Teile haben wir. Ah, wegen der Nägel. Seht ihr, wegen der Nägel. Und brauchte ich die. Guck mal. Nägel. Wie viel brauchen wir? 100. Okay. Naja, dann kommt er nochmal mit hier, ne? Wir haben doch, ja. Guck mal, hier kriegen wir doch auch nochmal Teile zusammen. So, zack. Eisen hier rein. Das können wir dann später einschmelzen. Zeugs. Zips. So. Seht ihr? Weil wir brauchen ja auch noch einen Topf. Wir haben ja nichts zum Kochen hier. So, guckt, wir haben schon viermal Klebeband. Kriegen wir sozusagen unser Zeug hier auch gleich zusammen. Nägel. Läuft. So, und aus dem restlichen Eisen muss dann Geschirr geschmiedetes Eisen werden. Nützt ja nichts. So, wir gehen nochmal rüber. Jetzt, wo wir es immer freigekämpft haben, mehr oder minder. Ja, hier können wir dann noch ein paar Heidelbeeren und... Ja. Komm, wir wühlen einfach mal die Schränke durch. Vielleicht habe ich ja Glück und finde irgendwo Klebeband im Schrank. Das ist Stoff. Hier ist noch ein Schatz. Ist ja nicht unsere Hütte. Müssen wir ja nicht vorsichtig sein. Ich glaube, beim Kühlschrank gab es da nicht auch Eisen. Nee, noch Metall. Du bringst uns Kunststoff. Du elektrische Teile und so ein Quatsch. So, und du bringst uns Messing und du auch. Die brauchen das sowieso nicht. So. Du kommst mit. Nee,
Keule wieder in der Hand. Wir brauchen halt alles. So. So läuft das, wenn ich immer in Fahrt bin. Oh, ein Tresor. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Ja, es ist halt heute mal die extra Runde, keine reine Baurunde. Aber zum Grundeinrichten. Ist das schon mal gar nicht so verkehrt, oder? Ja. So läuft das im Normalfall bei mir. Wenn ich der Meinung bin, Materialbesorgung auf die Schnelle. Ja, hab ich gesehen. Ah ja. Leider kein Klebeband dabei. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja ein paar Knochen gefunden. Maissamen brauchen wir nicht. Das kann weg. So, jetzt kommt das Lesmer. Jucca brauchen wir auch nicht. So. Messing. Meine Vorhänge. Immer das geht schneller. So. Glaube ich schon eine Schreierin. Hier gab es kein Licht. Greif dir mal einen Kaffee rein, vorsichtshalber. Denke dran, du bist irre. Die, die rumrennen, genauso. Das kannst du scrappen, das kann raus, das kann raus. Das zerleg's. Ist mal was. So. Bam, bam. Naja, geht doch. So. Klebeband. Kein's dabei. So, hier hat man, da hat man. Ah, das Dumme ist, die Taschen sind voll. Hier gibt es noch Blaubeeren. Hier kommt doch noch welche, oder? Ja.
Kommt, Freunde. Sind noch mehr hier? Gott, hier ist noch so viel. Bei bestem Willen, ich könnte das gar nicht alles mitnehmen. Haben wir den überhaupt Klebeband schon gefunden? Nee, ne? So schlecht. Weil deshalb bin ich ja eigentlich losgerannt. Irgendeins davon war kaputt, da war ein Schatz drin. Mal gucken hier. Klebeband. Lass uns mal reingucken. Oh, eine Drohne. Das können wir scrappen. Das können wir lernen. So. Sand finden wir, wenn wir es brauchen. Rohre können wir machen. Papier brauchen wir nicht. Das lernen wir, das zerlegen wir, das kann weg. Ich brauche Klebeband. Atar ist lauter um, wir haben nicht gefunden. Lernen, lernen, nochmals lernen. Da. In 5er Compoundbogen. Guck mal, noch was zu lernen und hier noch eine Mod. Pilze brauchen wir hier nicht. Stoff. Wechsel doch mal die Waffe. Tja, kein Klebeband, keine Knochen. Obwohl Knochen, 7. Ist aber jetzt nicht viel. Mist, die kann ich nicht mitnehmen. Pass mal auf, iss mal die Maiskolben. Können wir uns ein bisschen Licht mitnehmen. Ja. Erledigt, gut. Soll es gewesen sein. Wenn wir jetzt hier nicht noch irgendwas finden. Also nicht irgendwas finden, was von Wert ist. Aber das sind die Farmplots. Lehm. Ja, ich erinnere mich dran, wenn wir es brauchen. Ja. Ist hier was drin? Nee. Gut. Hier waren wir. Mach auf. So, haben wir alles. Du weißt auch schon, dass hier noch irgendwo ein Bär rumrennt, mein Freund. Ja, hier waren noch die Blaubeeren. Guck mal, es ist nämlich gleich Nacht. Ich hab's befürchtet. Aber ich hab sie nicht gesehen. Habe ich es bestimmt verabredet gehabt. Rauditum. Sonst noch wer? Ja.
da. Oh nee, die haben alles kaputt gemacht. Klopft doch noch einer. Du kommst hier nicht zur Ruhe, oder? Das geht nicht. Die müssen einen hier. Hier aber nicht, oder? So, passt mal auf, geschmiedetes Eisen. Machen uns mal, naja, machen wir 25, kann man gebrauchen. So, Eisen hier rein. Lehm haben wir nicht. Baustoffe da rein. Teile da rein. Mod und Mist da rein. Das kannst du lernen. Händlerkiste. Was können wir dem Händler mal geben? Das Geld, den Bogen, die Drohne und das. Aber guck mal, ich glaube, wir haben genug Material zusammen. Munition, das kann dort rein. Haben wir noch welche gefunden? Nee. Ja. Knochen. Kleber, da. Wir kriegen unser fünftes Mal Klebeband. So. Haben wir jetzt fünfmal. Tücher können hier raus. Ja, da können wir doch das eh mal machen. Klebeband. Zack. Dann haben wir wenigstens das auch erledigt. So. Tücher rein. Licht hier drin. Da. Zeug. So, wir brauchen unseren 100 Mal Nägel. Wir haben das. Wir brauchen mechanische Teile. Werkbank. Zack. Eingerichtet. Ich liebe es, wenn ein Plan so halbwegs aufgeht. Obwohl ich es nicht gedacht hätte, dass man so lange... Auf Medizin habe ich mit hier reingepackt, ne? Da unten. Ja, können wir später umpacken. Das raus. Das hier hin. Ja. Guck mal, wir haben eine Werkbank gleich. In 5 Minuten. Wir haben unsere Schmilze hier. Da kommt eine Palme hin. Zack. Cool. Was gab's denn sonst noch? Hängeblümchen. Ja, komm. Achso, hier. So. Prima. Ja, hier kommt auch noch irgendein Stacheltopf. So. Das sind die Küchenkräuter. So, damit sind wir durch. Werkstatteinrichtung ist durch. Wanderhorte. Und wir haben noch nicht vorgesorgt. Es ist halbwegs ganz, ja, ne? Wir haben noch keinen Beton und nichts mit. Ja.
gut, ihr wart dabei. Ich hoffe, euch war nicht langweilig dabei. Hier läuft so langsam. Das Tor brauchen wir noch. Ach, die Werkbank. Hm. Und Farbe. Jetzt sieht es noch aus wie in der Müllhalde. Ich überlege halt, lasse ich die Tür hier da? Weil wenn die hier hinten durchkommen, dann wollen die dorthin. Oder baue ich mir irgendwas, damit ich vom Dach aus oder übers Dach reinkomme in die Hütte. Damit die erstmal keine Türen außen haben, wo sie sagen, huh, da können wir dagegen klopfen. Na gut, wir müssen eh nach 2 Minuten warten. Wenn ihr Lust habt, dann wartet mal noch kurz, bis die Werkbank fertig ist. Dann haben wir das nämlich auch gemeinsam gemacht. So. 10.000! Willst du mich veräppeln? Gott. Das Spiel will's wirklich wissen, oder? Und dann auch noch Metall. Ja, schön laut macht, mit gleich der nächste Schreierin kommt. So, ich komme hoch, die sollten nicht hochkommen. So. Und damit es auch so bleibt, nehme ich die ganz schmalen Platten. Wie gesagt, die ganz schmalen Platten, die an der Wand kommen. Da. Ja, und dann bleibe ich nämlich hier nicht immer hängen und kann direkt hoch. Super. Und hier machen wir mittlerweile einfach nur mal zu. So. Ist die Werkbank fertig? Jawohl. So, Freunde, wir haben unsere Werkbank. Tor. Doppeltür, Holzdoppeltür. Nehmen wir erstmal eine aus Holz und aus Eisen, können wir die ja dann später machen. 10 geschmiedet. Ja, machen wir dann später. Warten hier drin. Ach, hier ist noch das ganze Zeug drin, was ich hier reingepackt habe. Ja, ich hätte vielleicht gar nicht losrennen brauchen. Ich hatte ja vor uns zum Leermachen mir hier einfach ein bisschen das gegönnt. So. Das mit hier rein, das nehme ich dann mit zum Händler. So. Das hier runter ist meine Bauplöcke. Knochen für Leim. Teile. So, wir brauchen einen Topf. Und ein Grill. So, das kann hier rein. Haben wir sonst noch was gefunden, was wir einschmelzen können hier? Naja, ich gar nichts einschmelze. Würde ich sagen, haben wir das gleich hinterher. Und dann haben wir das sozusagen auch weg. Mein Gitter, wir haben das. So, seht ihr? Eingerichtet. Nicht, dass der noch kommt. Ach, mein Tor, seht ihr?
das ein Dreier-Tor? Das war ein großes, ne? Mist. Ah ja. Ist ja jetzt auch egal. So. Gut. Muss ich sozusagen bloß noch ein Loch durchs Dach machen. Mal gucken, wo man dann mit die Tür hier weg kann draußen. Ah, hier in der Werkstatt. Na, hier nicht gerade durch. Aber hier hinten. Wie weit ist denn das? 1, 2, 3, 4. Und hier 1, 2, 3, 4. Der fünfte Block. 1, 2, 3, 4. Der fünfte ist der Werkstatt. Machen wir hier. Auch 10.000. Ey, die wollen mich echt rollen, oder? Naja. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und Unterhaltung. Ja, ich werde dann nachfolgend anschließen, wie auch immer, nach dem Händler fahren, damit wir unser Baumaterial herkommen, damit wir unsere Quest abgeben können. Ja, Wetter. Und schon haben wir einen Eingang übers Dach. Da kann ich nämlich die Tür wegmachen. Da kommen die nämlich nicht auf die Idee. Genau, da kommen die nämlich nicht auf die Idee, unten an der Tür zu klopfen oder die Tür als Weg zu nehmen. Ah, hier ist natürlich jetzt doof mit den Blöcken. Ah, die noch wegklopfen. Na, mal schauen. Aber nicht jetzt. Gut, dann bis zur nächsten Runde. Habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Bin da sozusagen jetzt völlig außen vor. Aber sei's drum. Gut, dann bis dahin. Tschüssikowski und bye bye.